Ich bin seit 2019 bei MOVIT, bin ganz unverhofft hier gelandet. Irgendwie Ende 2018 habe ich Raphael Hutter, der damals mein Nachbar war, auf dem Spielplatz getroffen und ja, wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen, dass ich ja im Marketing arbeite und seine Firma ja jemand fürs Marketing sucht und so ist die Idee entstanden. Ich hatte vorher gar nichts mit Medien am Hut, war eigentlich in der Getränkebranche unterwegs, aber vor allem war ein Grund für mich hier anzufangen, dass ich gern mit netten Menschen arbeite. Und als ich die anderen Geschäftsführer dann noch kennengelernt habe und ein paar Mitarbeiter, das hat einfach direkt gepasst. Also für mich war relativ schnell klar, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, in dem viel Erklärungsbedarf besteht, aber eben auch die Notwendigkeit, in kurzen Sätzen schon seinen Punkt zu machen, also schon in seine Message sehr klar zu senden an unsere Kunden, was wir bieten und was der Mehrwert ist und das, obwohl es vom Kontext her relativ umfangreich ist und sehr technisch ist, ist das die Herausforderung auch jetzt für unser Marketingteam, dass wir die Vorteile unserer Tools, unserer Arbeit, vor allem auch unseres großartigen Support-Teams in kurzen Messages an die Welt senden und dass schnell klar wird, wir sind die Experten, wenn es um Broadcast-IT geht, ja. Und wir finden die Lösungen, wenn es Lücken gibt, wo bisher noch keiner eine Lösung gefunden hat. Ja, 2019 war ein besonderes Jahr für MOVIT, nicht nur, weil ich dazugekommen bin, sondern weil auch diese beiden hier dazugekommen sind, Helmut Housekeeper und Cosmo. 2019 haben Severin und Arthur unser Tool Helmut komplett neu programmiert. Also sie haben das auf ganz neue Beine gestellt, indem sie eine Streams-Engine programmiert haben, die alle vier Helmut-Komponenten, also FX, IO, die gab es ja schon, und auch Cosmo und Housekeeper zusammenarbeiten lässt, aber eben auch es möglich macht, dass Helmut in alle Infrastrukturen von Postproduktionen eingebunden werden kann. Es ist eine komplett offene Architektur, das heißt, man kann an sein bestehendes System Helmut anbinden, arbeitet perfekt mit Adobe zusammen, mit Premiere Pro und den anderen Adobe-Programmen. Ja, und das war 2019 eben das Highlight dieser Relaunch. Helmut 4 haben wir auch auf der IBC vorgestellt. Wir haben unser Marketing-Team hat eine Beachparty organisiert, deshalb auch die Bierdeckel. Und ja, das war einfach ein cooler Erfolg, das neue Tool da vorzustellen und die Resonanz der Kunden mitzubekommen. David hatte als Produktmanager gefühlt unendlich Demos gegeben auf der Messe und ja, macht das im Grunde immer noch. Und ja, Helmut ist auf jeden Fall eins der Tools, von denen man in Zukunft noch viel hören wird. Ich glaube, das große Potenzial von MOVIT liegt darin, dass wir eben als Team super zusammenarbeiten, dass eigentlich alle hier bei MOVIT immer diesen Optimierungsgedanken in sich tragen. Wie kann ich das noch besser machen? Wie kann ich irgendwie das anders lösen, als andere es bisher versucht haben? Also dieses Out-of-the-Box-Denken und einfach mal was Neues probieren, das vereint uns so als Team und es macht einfach Spaß, zusammen neue Ideen zu entwickeln und das auch nach außen zu tragen. Das ist quasi der, andere nennen das den MOVIT-Effekt. Und ich würde sagen, wenn wir es schaffen, das in die Welt zu tragen und die Message zu verbreiten, dann können wir auch damit Kunden gewinnen, indem wir sagen, ihr kauft mit uns nicht eine Lösung, sondern ihr kauft ein Team, was sich quasi dahinter klemmt, euer Problem bestmöglich anzugehen.